Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 1 heute am 23. Januar um kurz vor 11 am Mittag. Ja, ich weiß, es klingt hell, aber ist es tatsächlich nicht. Es ist sehr duster draußen, ich habe aber sicherheitshalber trotzdem duster. Ist das überhaupt ein Wort, welches man im allgegenwärtigen Deutsch-Vokabular starken Raum verwendet, oder ist das wieder so ein Berliner Ding? Ich bin mir da stellenweise nicht sicher. Ich habe sicherheitshalber trotzdem mal die Dings runtergezogen. Die Rolläden, den Rollator. Ich hab den Rollator, habe ich erstmal den armen alten Rentnern abgezogen und dann habe ich den Rollator so weit auseinandergerissen, dass er vor meinem Fenster klebt. Ne, das ist so ein bisschen wie der Rollstuhl hier, ja? Einfach so ein bisschen missbraucht, damit wir es schön dunkel haben, ja? Dunkel war es tatsächlich auch in der letzten Folge, auch wenn wir hier und da einen schimmernden Lichtblick anhand in Form eines Schlüssels gefunden haben. Jener wurde auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, getätigt, verwendet, penetriert. Also er hat etwas penetriert. Ob der Schlüssel hinterher penetriert wurde, das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihn sich Harald in den Arsch geschoben. Deswegen verschwinden die Sachen aus dem Inventar, weil er sich die Sachen in den Arsch zieht. Und ich glaube, dass ich nicht unbedingt hier den Kürzeren ziehen werde bei der Annahme, dass wir uns tatsächlich durch die Toiletten teleportieren müssen. TT, Toilettenteleportation, dafür steht diese Abkürzung. Falls ihr sie noch nicht gegoogelt habt, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn das nächste Mal, wenn ihr das nächste Mal das im Internet seht, TTT, Trouble in Terrorist Town, ist übrigens auch die falsche Abkürzung, ne? Für TTT. Eigentlich heißt es totale Toilettenteleportation. Das ist nicht schlecht. Gib mir die totale Toilettenteleportation. Warte mal, war das nicht auch in der letzten? Ne, das ist schon einige Folgen her, ne, dass ich darüber geredet habe. Dass ich einen auf Adi gemacht habe. Ich habe nicht einen auf Adi gemacht. Ich denke, da bin ich stellenweise vielleicht, naja, was soll ich sagen? Ein bisschen, unberechenbarer, wenn es um die, Umstrukturierung der Welt geht. Aber, wie gesagt, das Feuer sollte man sich natürlich erstmal um die Umstrukturierung dieses Areals hier kümmern. Ich habe das mit der Teleportation halt immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Und ich verstehe auch nicht, wieso das unbedingt auf dem Mädchenklo sein muss. Hier hängen halt... Achso, nee, scheiße. Ich dachte, das wäre eine einzigartige Notiz. Nee, nee, dann habe ich nichts gesagt. Ich glaube wirklich, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass ich die vielleicht in der richtigen Reihenfolge betätige oder so. Ich wage auch zu behaupten, dass es mal in diesem... dass hier auch die Problematik darin bestand, dass es, glaube ich, irgendwo eine Tür gab, die nicht markiert war. Also ich meine, wenn man sich mal hier diese Teleportation anschaut, dann sieht man ja auch hier... Nee, falsche Taste. Ich dachte, ich hätte das jetzt mit dem Zoom verstanden. Da sieht man ja, da geht's durch, obwohl da gar keine Tür ist, ja. Und es kann ja sein, dass es noch andere Instanzen gibt, wo dies der Fall ist. Vielleicht hier... Jetzt wollte ich das schon wieder zeigen. Falsch. So, hier. Vielleicht da auch von der Infirmary nach rechts oder so? Irgendwie ging das. Ich weiß aber leider nicht mehr wie. Bin ich jetzt eigentlich... Naja, ich teleportiere mich halt die ganze Zeit vom ersten zum zweiten. Und Moment, was ist eigentlich mit dem... Nee, das ist da unten, genau. Boiler, das ist genau da will ich hin, Leute. Die Frage ist jetzt gleich geblieben. Ich habe, wie man merkt, offensichtlich nicht Moment, was ist mit dem Musikraum hier? Okay. Ja, ne, also ganz ehrlich, scheint jetzt nicht ganz so zu funktionieren. Ich glaube, die... Ah, mit Kreis! Mit Kreis macht man die Taschenlampe... Okay, mach sie bloß wieder an, holy shit, ey. Das ist sie, ne? Das ist die Tür, durch die wir durchgegangen worden sind. Ja. Dann werde ich jetzt hier wirklich mal ganz... Warte mal. Bin ich denn von dieser Etage in die Jungstoilette gegangen? Das, ja, doch, aber guck mal hier. Ist das eine Tür? Nee. Aber das könnte jetzt natürlich... sein. Oh mein Gott, nein! Nein!
Deswegen hat er sich gehangen, weil er keine Schrotmunition mehr hatte. Leonard Ryan, das Monster lauert er. Da lag die ganze Zeit die das Shotgun-Gewehr. Und ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Schreiben Sie sich jetzt nicht ab. Finden Sie zusammen mit Ravon die Shotgun. Also, das ist aber jetzt nicht notwendig, oder? Dass das Spiel mich vielleicht absichtlich zurückgehalten hat, weil ich die Shotgun die ganze Zeit nicht eingesammelt habe. Oh mein Gott. Inkompetenz sei Dank. Stell euch mal vor, ich wäre ohne Shotgun weitergelaufen. Gut, ja, schätzungsweise einfach erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, es bleibt dabei. Es ist vorbei. Die Wandelei, die geht mir aufs Ei. Und ich bleib trotzdem dabei, hoffentlich ihr auch. Denn in Saus und Brauch kann ich nur leben, wenn ihr bleibt kunterbunt und ich daneben. Das sind Insektilinis, die habe ich jetzt spontan nicht gesehen. Sie gehen mir ans Bein. Oh weh, oh weh. Das geht doch nicht. Genehm. Das ist mir nicht genehm. Drum hau ich hier ab und versuche zu gehen, bevor meine Beine werden gemacht aus Lehm. Vielleicht hat jemand eine Harald-Maurer-Figur erschaffen. Das kann ja durchaus sein, ne? Dass da jemand Kreatives am Ball war. Also wir können ja nicht mehr am Ball sein, weil wir unseren Gummiball gen den Boden gepatterfixt haben. Der kommt da nicht mehr raus, der Bursche, ja. Der bleibt da jetzt drin. Und wir erkunden weiter mal hier diese Sachen. Library. Warte mal. Wow. Ernsthaft jetzt? Wie kann man... Nee, Moment. Ja, aber das, guck mal, das... Ich wollte mich gerade selber dissen. Also wenn da rechts keine Tür ist, das ist ja... sorry, aber... Das wirkt schon so, als wär's das. Als hätte es nie etwas anderes gegeben. Ja, ich check hier nochmal die Dinger. Es kann ja sein, dass plötzlich irgendwelche Schlösser funktionieren. Ich meine, das mit dem Boiler Room war halt auch für den Arsch. Bei der, in Anführungsstrichen, normalen Edition der Schule, ne? Dass da die Uhr dafür gesorgt hat, dass man da irgendwie plötzlich was machen konnte. Ja, genau so. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch. Ich sage euch, Leute, da wird jetzt wahrscheinlich eine Tür sein, die man einfach nicht gesehen hat. Das müsste nach... genau, so. Nee. Vielleicht hier irgendwie hinter dem Schrank oder am Schrank. Der Schrank, er ist die Tür. Nee. Das, ja. Aber wenn es das nicht ist, ich meine, was hat mir das jetzt gebracht? Wir haben halt hier so ein bisschen gelesen. Wo war eigentlich dieses Telefon? Das war vielleicht auch wichtig, oder? Dass wir das getriggert haben. Jetzt bin ich wieder draußen. Dann können wir nochmal checken, ob die... das ist halt abgeschlossen, ne? Vielleicht irgendwo einen Schlüssel übersehen? Oder das Gitter geht plötzlich auf. Nein. Übrigens, wenn ihr die Folgen jetzt überspringt oder vorspult, weil ihr das nicht abkönnt, seid ihr Hurensöhne, nur mal so, ne? Das erlebe ich natürlich auch auf halbwegs regelmäßiger Basis durch meine YouTube Live Analytics. Da, wenn ich gerade nicht meine 2-3 Stunden habe, wo ich ausnahmsweise mal schlafe, sehe ich das. Ich stalke meine eigenen Zuschauer, ja, weil ich halt so wenig habe, dass das noch geht. Und da wird mir dann auch tatsächlich immer schlecht, weil ihr müsst halt bedenken, ich spiele das trotzdem, ich versuche das trotzdem gut zu kommentieren, muss das bearbeiten, bla bla bla. Ja, und es gehört ja nun mal zum Spiel dazu. Besonders hier, habe ich es jetzt in die Klassenräume Nee, es hat sich jetzt nichts verändert. Ich dachte schon. Ja, ne, das ist natürlich immer so das Ding. Ich meine, Locker Room und so weiter. Ich fand den Locker Room jetzt nicht so locker, muss ich sagen. Der war ein bisschen verklemmt. Aber okay. Valve. Was war denn mit der Valve? Hätte ich der Valve doch betätigen können? Ne, das hat ja nicht funktioniert, oder? Weil ich ja was mit dem Strom machen muss. Wir können aber... Moment! Ja, war da nicht irgendwas mit dem Schlüssel? Ich gehe sicher selber trotzdem mal hoch. Das ist vielleicht genau dasselbe wie beim Piano, dass ich was falsch gemacht habe. Beziehungsweise,
Ich weiß nicht, ob ich vorher oder nachher das Telefonat hatte. Es kann natürlich sein, dass durch das Telefonat jetzt etwas getriggert wurde. Da war doch irgendwas mit dem Schlüssel oder irgendwie sowas, oder? Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Liegt hier irgendwas? Nee. Da sind nur komische Stühle hinter dem Gitter oder Rollstühle. Hinter dem Gitter. Die Nachfolge-Erfolgsserie von Hintergittern. Falls das noch jemand kennt. Ich kenne es auch nur dunkel. Ich weiß, dass ich es damals gesehen habe, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da nochmal passiert ist. Da war irgendeine, die hat ständig geraucht und hatte eine tiefe Stimme. Das habe ich mir gemerkt. Das im Ablass sind hier nichts Ungewöhnliches. Jarr, braucht er noch Legund? Legund, Legund. Das kann natürlich sein, dass ich hier irgendwie. Oh nein, das ist es, oder? Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Oh nein! Warte mal. Ich versuche mal was, auch wenn ich nicht glaube, dass es funktioniert. Nein, nicht die Shotgun. Das Stahlrohr. Nee, ich kann das nur equipieren. Stellt euch mal vor, er würde jetzt auf die Idee kommen, nachdem er den Hinweis bekommen hat. Ist es das? Ist es das? Oh nein. Fick deine Ventil. Berechtigten. Das ist die Art von Rätseln, die ich hasse und an denen ich immer scheitern werde, weil ich auch vor allem als jemand, der das natürlich schon kennt, das ist immer das zusätzlich schwer. Ich spiele ja für gewöhnlich Sachen, die ich nicht kenne auf diesem Kanal. Aber wenn ich mal etwas spiele, dann habe ich so die ganze Zeit gewisse Gedanken, weil man erwartet gewisse Sachen, ja. Und hier war das jetzt auch so eine Mischung aus, ich erwarte irgendwas, ich weiß aber nicht hundertprozentig, wie das gedacht ist und bla und Keks. Wenn ich das jetzt blind gespielt hätte, dann ja, hätte ich es vielleicht bemerkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben es alle gewusst. Also, naja, wir wussten, dass man da, also der Ball. Ich meine, das ist halt das Ding. Ich habe ja dieses. Ja, Moment, jetzt, Moment. Bevor wir jetzt abgehen, müssen wir überlegen, wo ist jetzt der Schlüssel? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal. Vielleicht erzählt er mir irgendwas. So, ich gucke durch dieses Loch und ich weiß ganz genau, welcher Raum das ist. Vielleicht irgendwie sowas. Aber ja, ich habe natürlich dieses Vorwissen geleistet, dass man da den Gummiball reinmachen muss, ne? Was vielleicht auch der ein oder andere Blindzuschauer von euch nicht bemerkt hat. Ja, weil er halt blind ist, ne? Hat das Video irgendwie mit Blindenschrift gefunden. Ich weiß auch nicht wie, aber ihr habt es irgendwie geschafft. Mal gucken, ob der mir irgendwas sagt. Ring, ring, ring. Der Schlüssel ist den Abfluss hinuntergespült worden. Nee. Okay, gut. Also, wir versuchen das jetzt mal logisch zu lösen. Ja, also wir sind jetzt da oben und wenn wir nach unten gucken, dann könnte das der Klassenraum sein, der Lab Room, aber der Lab Room ist abgeschlossen. Es könnte in die Bibliothek gefallen sein, dann hätte der Raum eine Daseinsberechtigung. Ja, oder er hat es markiert. Also wenn man sich mit Abwasser-Dingsbumsis auskennt, dann könnte man sicherlich antizipieren, wo das runtergefallen ist, oder? Aber so könnte das tatsächlich wieder jeder Raum sein. Was das Ganze sehr, sehr unangenehm macht. Ich meine, wie darf man sich dann auch die Rohre vorstellen, wenn das in die Bibliothek läuft? Also es sollte eigentlich ein Raum sein, der, naja, also wo irgendwo ein Rohr kaputt ist. Ja, Toiletten? Fragezeichen. Da ist ja meist irgendwas kaputt, irgendwas Unhygienisches. Die Leute sind aber natürlich selber daran schuld, ist ja klar. Das ist ja, vergessen immer die meisten. Ja, da hatte ich mich mal in, ich gehe trotzdem mal zur Bibliothek. Da hatte ich mich mal in Parasite Eve so ein bisschen drüber aufgeregt, Parasite Eve 2. Dass jeder meckert, dass die öffentlichen Toiletten unhygienisch sind, aber sie sind halt selber daran schuld. Also wenn ihr halt einfach nicht unhygienisch wärt, dann hätten die Leute keine Probleme. Nur mal so viel dazu, ja. Ich weiß, man kann seine Mitmenschen nicht kontrollieren und es hilft jetzt nichts, wenn du selber hygienisch bist. Auf der anderen Seite ja doch schon so ein bisschen. Ne? Also du kannst ja selbstständig beispielsweise einfach die Spüle betätigen. Ne? Das ist mir auch schon in der Schule unzählige Male passiert, dass ich auf die Toilette gehen wollte und dann kam mir da was entgegengeschwommen und dann habe ich eine andere genommen, ja. Und ich meine, da muss man sich auch einfach fragen, wie passiert sowas? Warum macht man sowas überhaupt, ja? Also es ist ja, das entgeht ja jeglicher Logik. Und da wurde mir erzählt, der hat das halbwegs im Stehen, im Bücken gemacht und hat sich davor geekelt, die Spüle zu betätigen oder was. Und stattdessen hat er halt einfach den Dingen seinen Lauf gelassen.
Ich weiß es ja nicht. Ne? Aber okay, das ist so, wenn man ein Horrorspiel spielt und das Horrorspiel einfach nicht eklig genug ist, dann muss man dann so ein bisschen themenmäßig nachhelfen, nicht wahr? Ja, ich glaube auch, wenn ich die Wahl habe zwischen Silent Hill rauf und runter spielen und einmal schwimmende Kacke erleben, ich glaube, ich nehme auch Silent Hill. Ne? Ist ein bisschen besser, weil es ja auch kein Geruchsfernsehen gibt, immer noch nicht. Da hat man irgendwie vor Jahren seine Witze gemacht und das hat sich nicht geändert, tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wie das möglich sein soll. Deswegen fand ich es auch wahrscheinlich nicht lustig, weil es nicht geht. Also klar, man könnte was simulieren. Man könnte sich so ein Geruchs-Scheiß-Dingsbums vor den Fernseher machen. Also sowas wie das Gegenteil von so einem, von so einer Duftkerze oder so einem... Da gibt es auch so Sachen, die kann man sich ans Auto hängen, ne? So Duftdinger halt. Es gab damals Figuren, die haben halt... Das war irgendwie dieses Marketing-Ding. Wie sagt man? Marketing. Was habe ich gesagt? Marketing? Marketing! Die Nachfolgeserie von Art Attack. jetzt bin ich immer noch nicht weit. Im Moment, ich versuche mir ein neues Ziel auszusuchen. Locker Room. Ich glaube, der Locker Room, der, wie gesagt, der hatte da noch nicht so wirklich seine Daseinsberechtigung. Vielleicht ist er da irgendwie rübergeschwibbeli, schwabbeli bups. Wo war ich gerade her? Also es gab irgendwie so ganz, ganz komische Figuren, die waren auch dementsprechend asozial, irgendwie so Mülltonnen, asoziale Kackfiguren und die haben tatsächlich gestunken, ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen in der Hand hatte oder ob ich mir den Geruch einfach vorgestellt hatte, aber die haben damit richtig geworben. Mit stinkenden Figuren. Und die Leute haben es gekauft. Natürlich haben sie es gekauft. Ist doch logisch, genau, der Locker Room. Ey, Leute, ich finde es aber so gut, dass ich es aus eigener Kraft geschafft habe, ne? Das ist halt immer so das Ding. Dieses ständige Sichergehen. Wieso ist das zu? Oh, das hätte ich natürlich wieder... Ach nee, ich wollte ja auch abbiegen. Dieses ständige auf Nummer sichergehen, dass der Charakter auch weiß, was du willst, ja? Gut, teilweise will ich Chips haben, Geld... Oder eine Freundin, da kann ich dem Harald viel von erzählen. Das heißt nicht, dass Harald das umsetzt. Harald könnte für mich arbeiten gehen, ja. Das wäre ja auch immer was, aber macht er nicht. Nichts Brauchbares! Nichts was. Ja, da ist ja nichts drinne. Was hat das jetzt hier gebracht? Eigentlich gar nicht. Aber wo soll das sein mit der Schlüssel? Schlüssel auf mein Nüssel, Propissel. Ich habe keine Ahnung und ich schätze, wir werden in der nächsten Folge... mal weitersuchen müssen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.